Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Gothic 2, die Nacht des Raben. Wir sind hier im verlassenen Tal von Korinis. Wir haben im letzten Part mit Greg gesprochen, vergebens, weil nicht das passiert ist, was ich mir erhofft hatte. Und ich dachte mir, nachdem wir schon bemerkt haben, dass wieder haufenweise Viecher gespawnt sind, dachte ich mir, ich schaue mir das jetzt mal ein bisschen an und versuche nochmal das ganze Tal hier abzulaufen und alle Viecher zu killen, die wir ja noch nicht getötet haben, beziehungsweise die wieder gerespawnt sind. Und keine Sorge, alle Laufwege werde ich selbstverständlich schneiden, das ist gar keine Diskussion, damit wir sehr viel Zeit sparen und nur beim Klatschen der Viecher da hier... Oh, da ist ein Dämon drin. Ich brauche Licht und ich brauche vor allem was zum Heilen. So. Schnell runter damit mit dem Gesurf. Ist da glatt ein Dämon drin? Ich glaube, das reicht. Ich mache auch gleich Licht. Bloing. Und das ist das, was ich meine, ne? Es respawnen einfach so viele Viecher. Kapitel gewechselt und ist schon wieder gefallen, ne? Und da dachte ich mir eben, ich nehme euch mit auf die Reise, aber nur, ich werde jetzt nur das Monsterklatschen mitbekommen. Alles andere versuche ich, also wie gesagt, die Laufwege werde ich schneiden. Das wird jetzt halt ein bisschen Fleckerlteppich von einem Part sein. Wow, Klaue, würdest du bitte Damage machen, bevor wir da noch drauf gehen? Komm, mach Kachanga. Jawohl. Passt. Alter, musst du nicht so knapp machen, hey. Puh. Naja, jedenfalls, hier haben wir alles gesäubert, hier ist nichts mehr. Wie gesagt, die Laufwege schneide ich jetzt einfach. Wir hören uns somit gleich wieder. Herzlich willkommen zurück. Wir sind jetzt hier im Canyon und ihr seht schon, ne? Es sind mehr als genug Viecher gerespawnt. Alles Drachenschnappis. Wie werden wir jetzt den Gar ausmachen? Kachanga, Changa, Changa, Changa. Kachanga, Changa, Changa, Changa. Bam, zack, frack. Komm, steh weg. Bedenkt, wie gut unsere Rüstung ist. Ne? Wir kriegen so gut wie keinen Schaden mehr. Das freut mich irrsinnig. So, passt, erledigt. Schön gelootet. Ich kann auch leider nicht sagen, ob im gesamten Canyon die Gegner gespawnt sind oder nur in einem Teil. Schauen wir mal ein Stückchen runter. Ne, schaut schon aus, dass es der ganze Canyon ist, ne? Da drüben sind Feuerwarane, es ist halt echt, ne? Ja, ist halt leider so. Ja, ja, hör auf da. Mach Kachanga und... Alter, der Sound, ne? Was ist denn jetzt los? Komm, stirb weg, passt. Du auch. Komm, stirb weg. Komm, wegsterben. Passt. Ja, ja, ist schon gut. Irgendwie an der Stelle gibt es da ein bisschen Soundprobleme. Wurscht. So, dann tun wir schnell was trinken. So, ja. Passt. Die Klaue wird wieder gezückt. Gespeichert wird auch. Ich habe auch ein bisschen auf dem Reservespielstand gespeichert, für den Fall der Fälle, dass irgendwas in die Hose geht. Nein, bitte nicht zwei, um Gottes Willen, nicht zwei, nur einer. Bitte nur einer. Komm her, Mistviech. Komm, mach hinne. Kachanga. Passt. Mistviech erledigt. Nächstes Mistviech. Es sind halt leider alles Erfahrungspunkte. Und ich sag's euch ehrlich, ich habe Respekt vorm Endgegner. Ja, ich weiß, wie oder was es ist, aber... Wie gesagt, ich habe auch Respekt davor. Alter, zu auf, Soundbug. Sei brav. Vielleicht sollte ich mal nochmal was trinken. Nur ein paar Schluck. So vielleicht, das wird hoffentlich reichen. Dann tun wir wieder... Sicherheitsspeichern. So, dann gehen wir weiter. Da ist halt wieder alles voll mit Viechern, ne? Das ist halt echt. Da haben wir uns schon mal die Mühe gemacht, alles sauber zu machen und dann spawnen wieder diese Kerle, ne?
Naja, was soll man machen? Das ist nun mal so. Da haben wir auch ein paar Feuerwarane. Hm, was haben wir da drüben? Da bin ich... Aha, schau mal, Drachenschnappis. Drachenschnappis, ja, kommt's nur her. Kommt's nur her, ihr Mistviecher. Ja, ja, du brauchst mir gar nicht beißen, Saufich. So, bam. Katschanga. So, ja, ja. Ist schon gut, Soundbug, bist brav. Ja, ja, alles okay. So viel dazu zum Schneiden, ne? Viel schneiden kann ich ja nicht. So, dann wieder Feuerwarane. Bin ich schon überlegen, ob ich da nicht mehr auf Feuerschutz gehen soll. Oh, oh. Bitte nur einer. Jawohl. Bam. Katschanga. Und nochmal Bam. Katschanga. Passt. Alter, jetzt hör auf mit dem, ne? So, ich speichere nochmal. So, ja. Es wäre halt echt schade, wenn wir das Ganze, wenn wir die ganzen Punkte nicht mitnehmen, ne? Ich vermute auch, dass da hinten oben noch was haust. Wahrscheinlich auch in der Höhle dort, aber den können wir gleich mitnutzen. Dann haben wir direkt eine Passage in den Sumpf. Würde ich mal so vorschlagen. Dann gehen wir quasi einmal im Kreis herum. Was wir an Monster erwischen, nehmen wir mit. Da schau, ein Troll. Ja, es ist halt schlimm, ne? Das zahlt sich hier recht aus. Also wirklich, wirklich aus, dass wir das machen. Es ist halt einfach so. Das wäre halt echt schade, wenn wir das Ganze nicht mitnehmen. Komm, Waffe zücken. Hallo, Trolli. Du trolliger Troll. Grummel, Grummel, Grummel. Zwei Trolle, da hinten ist noch einer. Wow, komm, Katschanga. Komm, Katschanga. Nee. Alter, mach doch Katschanga. Wow, ein Beißer. Wo kommst du her? Da hinten. Aha. Okay. Hey, ja, komm da her, Mistviech. So, nicht mit mir. Die geben wenigstens ordentlich Fleisch. Na? So, wieder was trinken. Da vorne ist nämlich der nächste Troll. So ein... Nein, was machst du da? So, herzlich willkommen zurück. Weiter geht die Hetz. Ja, ne? Lustig ist es. Also den Troll da vorne dürfen wir jetzt nochmal töten. Ich bin mir jetzt auch gerade gar nicht sicher, wo jetzt der Spielstand ist, aber ich glaube, den Troll haben wir jetzt schon besiegt gehabt. Wow, und die Beißer? Alter, du Kackbeißer. Schreckt mich da voll, ne? Noch gestorben. Schanka, mach, mach. Jawohl. Schön. Geh weg. Du auch. Mist, wie ich dreck ist. Passt. Es ist halt echt unfassbar, ne? So, passt. Und weiter geht's. Da vorne ist nämlich noch ein Troll. Ja. Das heißt, es gibt wieder ein schönes Speichern. Aber ich glaube, ihr habt es bisher alles mitverfolgen können. Zumindest, ich hoffe es sehr. Ach, halt die Klappe. Au. Stufe aufgestiegen. Sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Freut mich. Hä? Was? Davon ist noch ein Troll. Man kann schon ein bisschen übertreiben, ne? Aber eine Belia-Statue. Und die, meine Lieben, werden wir uns gleich zu Nutze machen. So. Ein bisschen auftanken, dass wir nicht aus Versehen sterben. Denn wir werden hier unsere Klaue Belias aufwerten. Wenn es halt geht schon. Wie... Achso, ich bin beklemmendes Gefühl. Passt schon. Die Klaue verbessern. Jawohl, minus 10 Lebensenergie. Schön. Ist nicht so schlimm. Schauen wir sie uns an, die gute. 107 also Einhandangriffsstärke und Zusatzschaden 46. Halleluja, Maracuja. Läuft. So, bitte, dann machen wir den dritten Trollblatt. Jetzt, wenn man bedenkt, ne, wenn wir jetzt da einfach mal ganz stur jetzt
die Quest weitermacht und, nicht, und sich nicht mehr schert, hier alles abzusuchen, verpasst man schon etliche Erfahrungspunkte, ne? Was halt auch nicht gerade schön ist. Jetzt habe ich Depp vergessen zu schauen. Warte. Wir sind circa 2 Minuten, glaube ich, sind wir dabei, ne? So, machen wir einfach so. Bild Überlänge hat noch niemandem geschadet. Ja. Zumindest hoffe ich das. Das sollte mir jetzt meine faule Ausrede sein. Du, hör auf, mich zu schlagen, du ekelhaftes Mistviech. Passt. Aus mit dir. Geh sterben. So schaut's aus. Fein, fein. Dann gehen wir da in die Richtung weiter. Da waren früher einige Beißer. Da ist jetzt dabei nichts. Ich will nur da drüben raufschauen. Na, komm her auf zum Lecken. Bitte. Da oben müsste nämlich weitergehen mit irgendwelchen Viechern. Hoffe ich halt. Sehr schön. Noch eine Stufe aufgestiegen. Das mag ich. Ja, ja, ja. Ja, ja. Da haben wir sie ja schon. Die Drachenschnappis. Ja, komm her. Du blödes, hässliches, mistdreckiges. Komm, wir sterben. Jawohl. Oder auch nicht. Nicht ganz gestorben. Na, stirbst jetzt? Passt. Du solltest aber auch sterben. Schön. Ja, das ist halt voll gemein, ne? Ich will gar nicht wissen. Ich denke mal, im Minental wird es auch nochmal schön zur Sache gehen. Das heißt, uns wird auch nichts anderes übrig bleiben, als dort unten nochmal alles nach dem Rechten uns zu erkundigen und zu schauen. Denn, wie gesagt, es sind alles Erfahrungspunkte, es sind viele Erfahrungspunkte. Und ich möchte gegen unseren Endgegner so gut es geht gewappnet sein. Ja, ja, natürlich sind da Viecher, natürlich. Scheint aber nur einer dabei zu sein. Komm her, Schnucki. Katschanga. Bam. Perfekto. Und aus ist mit ihm. Schauen wir noch da drüben. Noch ein Troll. Sehr schön. Alter, was man da versäumen kann, ne? Ich sag's nochmal. Man kann da richtig schier was versäumen. Ist hier nur einer, ne? Ja, Gott sei Dank. Mit dem jetzt dann noch eine Watschen gibt, dann ist es. Ne? Jawohl! Da ist nichts zu holen. Gehst du sterben? Alter! Ja, ja, der überzuckert gar nicht, dass er schon gestorben ist. So. Hier mit deinem Loot. Passt. Jetzt ist die Frage: In den Minen da oben, ist da auch noch was gespawnt? Boah, das wäre aber heftig, ne? Ich schau nochmal kurz rein. Hallo? Nein. Nein. Ach komm, nicht in die Wand rein. Schön. Dann werden wir uns gleich aufmachen Richtung Sümpfele. Und ich melde mich wieder, wenn ich dort bin oder in der Nähe von Viechern halt, ne? Ihr wisst ja. Wir hören uns gleich wieder. Und der Marsch war recht kurz, denn da haben wir schon das nächste Viech. Einen Drachenschnappi. So, was? Den haben wir auch schön geplättet und auch ausgelootet. Da muss ich mich gerade mal kratzen. Und dann hatschen wir auch schon weiter, ne? Da drinnen gab es früher Minecrawlers und ich glaube Heuschrecken. Und wahrscheinlich werden wir uns jetzt schrecken, weil es das nicht mehr gibt, sondern Schlimmeres. Schauen wir einfach mal. Nein, nein, warte. Minecrawler Warrior vielleicht? Ja, ja, ja. Alter, zack, und weg ist er. Ja, schön. Da ist noch ein Minecraft Warrior. Alter, was wir da Viecher haben. Das ist ja alles unschön. Das ist wirklich unschön. Das kann ich ruhig so sagen. Der Troll ist auch dann da frei. So, man kann schon ein bisschen übertreiben, oder? Nur ein bisschen. Nur ein bisschen übertreiben. Warte mal. Der Troll wird angegriffen. Warte, ich will den. So. Na, gestorben. Bitte. Alter. Bäm.
Na, du sollst schon. Hey, du Trottel, ne? Jawohl. Passt. Hui, ja. Ging sich noch gut aus. Ah je. So. Ich opfere einen starken Trank. So. Ja, ne? Sehr schön. Nur mal fürs Protokoll. Wir säubern alles. Da hinten krebst nichts mehr rum. Ah. Wir machen alles sauber. Naja, komm daher, du Schiffsviech. Passt, wieder erledigt. Schön, mit einem Schlag. Gefällt mir, gefällt mir. Daumen hoch. So, ja, ja. Der nächste. Komm daher. Bäm. Es ist einfach schön. Da hinten ist eine Höhle. Ob da auch einer krebst? Ich hoffe nicht. Doch, tatsächlich. Ist da tatsächlich so ein Schweineviech drin? Was soll's, weg mit dir. Ich freue mich auf den Sumpf. Wahrscheinlich alles voll mit Sumpfhain. Diese Sumpfgolems, ne? Da muss ich wieder aufpassen auf die Kackbanditen. Da kann ich gleich die Rüstung umziehen. Meistens kriege ich von denen wieder eine aufs Maul. So, wie schaut's hier aus? Wahrscheinlich wieder 20.000 Trolle. Oder auch keiner. Da muss ich mal hier rüber schauen. In die Höhle rein. Ist vielleicht ein Feuerteufel gespawnt? Ich mache dabei kein Licht, weil es eh nur ein Kontrollgang ist. Nein, nein. Da ist gar nichts gespawnt. Können wir uns gleich direkt in den Sumpf verpissen. Aber ich fürchte... Nein, das ist, da liegt nichts, ne? Ich fürchte, ich werde auch sofort nichts können müssen tun, die Rüstung wechseln. Ne, ist schon eine Sumpfgasdrohne hier, ne? Ist ja unfassbar. Ja, genau, die hat nichts, genau sowas. Da drüben haben wir nämlich schon das Banditenlager, ne? Was war da? Einmal Sumpfkraut. Das ist halt jetzt etwas eine Geschichte, ne? Das Ganze zieht sich jetzt schon dann wie ein Kaugummi, ne? Aber hier schaut es sauber aus. Nichtsdestotrotz, um mich, um uns zu schützen, muss ich die Rüstung wechseln, leider. Ich hoffe trotzdem, dass wir genug aushalten, dass wir da nicht aus Versehen sterben werden. Ja, ne? Es wäre gut zu wissen, wann jetzt der Part zu Ende ist. Halt! Sumpfrauns! So, das war's mit dir, ne? Noch höre ich keinen Golem stampfen. Ich will auch ihn. Ich will auch keinen Stampfen hören, ehrlich gesagt. Boah, ey, ne? Da ist nix. Ich könnte mit der Armbrust herumlaufen. Das wäre auch eine Idee. Sumpfgasdrohne, ne? Na, Sumpfgolem, schau. Ha! Ha, habe ich nicht gesagt, dass die Schweine da sind? Ich habe das gerochen, habe ich das, sage ich euch, gerochen. Jetzt muss ich mal zusammenzählen. Wir haben 4, 7, 12. Au, du Sau. Geh sterben. Jawohl. Du Scheißkerl. So. Der nächste Sumpfgolem da drüben. Ist so klar, oder? Komm her, Mistviech. Alter. Komm, Katschanga. Jawohl. Passt. Boah, ne? Watschen austeilen, das können sie, ne? Oh, warte.
Ich gehe mal ins Lager zurück, da können wir nämlich schlafen. Zumindest sollte es funktionieren. Warte mal kurz darüber ein bisschen. Und so her. Und alle hopp. Juhu. Es hilft nichts. Das muss alles mit weg. Am besten jetzt wegräumen, wegplätten und die Geschichte hat sich, ne? Da vorne gibt es einen Schlafplatz, das nutze ich schnell aus und ich muss nochmal rechnen. So, 12 haben wir gehabt. Ja, eine Minute noch. Schön. Super, dann dürften es ungefähr 20 schon sein. Ich mache sicher selber noch ein, zwei Minütchen drüber und dann hoffe ich, dass wir da eine schöne Partlänge haben. Servus, grüß euch. Ich will ein Bett haben. Das da. Gute Nacht. Bis zum nächsten Morgen, Pen. Und wieder aufstehen. Jawohl. Passt. Und weiter wird gehatscht. Das hört sich gerade komisch an. So, die gute Armbrust wieder. So. Ich weiß ja nicht, ob wir es schaffen werden, dass wir alle Monster ausnahmslos da plätten. Das kann ich euch nicht versprechen. Das weiß ich selber nicht. Ob wir das hinkriegen. Jawohl. Jojo, du kannst mich schon beißen. Ich werde dich gleich wegbeißen. So. Blödes Viech. Da. Weil wie gesagt, wir waren ja eh schon... Was ist da? Blutfliege. Wir waren ja eh schon mal hier, ne? Wir haben schon einmal eine Runde gemacht. Wir haben eh schon viel eingesammelt. Ich hoffe, dass ich alle Viecher erwische. Es wäre mir eine Ehre. Ein Vergnügen auch noch obendrein. Ich gebe mir Mühe. Ich hoffe das Beste. Boom, die ist hin. Boom, die ist hin. Und bam, die auch noch. Jawohl. So, schön einsammeln. Nichts zu plündern. Doch, doch, da ist genug zum Plündern. So, halt, was ist da? Waldbeere. Schön. Und noch eine Blutfliege. Gut. Wieder die Armbrust raus. Ja, ja. Tja, der Baum hat da auch einen kleinen Bug. Sumpfhai. Der nächste. Ja, es ist halt so, ne? Das ist halt mit Arbeit verbunden, ne? Bäm. 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 So. Wechsel. Komm da her, Mistviech. Komm her. Katschanga. Komm. Passt. Und da haben wir schon den nächsten Sumpfgolem. Glaubst du, ich sehe dich nicht? Du Würstel. Ich sehe dich sehr wohl. Blöder Kackgolem. Komm da her. Katschanga. Katschanga. Und aus ist mit dir. Mistviech. Ein Sumpfhai. Komm da her. Jo, komm her. Zwei. Schön. Drei. Da oben ist auch einer. Komm. Jawohl. Und du auch. Komm. Jawohl. Schön. Sehr gut. Dann noch ein bisschen darüber gelaufen. Wieder mit Armbrust. Nicht, dass mich so ein Kackgolem überrascht. Aber es schaut hier sauber aus. Dann müssen wir da rauflaufen noch. Den einen Sumpfhai da oben versuche ich noch zu bekommen. Sumpfratte und Sumpfhai. Aha. Na fein. Komm. Die Ratte muss weg. Jawohl, schön. Dann Waffe wechseln. Komm da her. Katschanga. Komm her. Brauchst du nicht schrecken. Schau ich schon gleich vorbei. Komm. Bäm. Na komm. Ja, Feigling. Passt. Haben wir geschafft. Da oben ist noch ein Sumpfhai. Aha. Boah, ey. Ich glaube, wenn das so weitergeht, muss ich... Naja, wobei, bei solchen Schichteln könnte man wieder eine halbe Stunde machen, ne? Bäm. Katschanga. Komm. Bäm. Bam. Boom. Clash. Chepa. Sumpfhai. Golem. Golem, 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 Golem. Wow. Mistviech. Schau, war das schön. Alter, war das schön. Da ist nichts zu holen. Boah, das war jetzt echt schön. Hoho. Fein. So, dann laufen wir zum Portal. Da müssten wir eigentlich grob die Runde gemacht haben.
Eine Sumpfgasdrohne. Komm. Boom, weg ist sie. Was haben wir da noch? Eine Blutfliege. Noch eine Blutfliege. Ich wollte jetzt eigentlich nicht tauchen. Ich wollte, dass du die wegschießt. Naja. Sumpfgolem. Komm her, Mistviech. Alter, der hat gesessen. Ja, super. Treffen wir die? Nee. Das wäre ja auch... Da ist noch einer. Boah. Da sind ganz viele. Alter, Alter, Alter. Du Arschloch. Alter Schwede. Du Kackviech. Stirb, Fliege. Fast. Manchmal ehrlich, ne? Manchmal wirklich. Alter Schwede. Da ist nichts zu holen. Manchmal hat man das Gefühl, dass man nicht alt wird. Manchmal hat man wirklich das Gefühl, dass man nicht alt wird. Ja, so wie ich jetzt gerade, ne? Super gemacht, echt? Kann ich dir nur gratulieren, Trottel. Oh, muss ich ausschauen. Idiot. Ja, wie gesagt, ich mache jetzt da ein bisschen Überlänge, ist wurscht. Alter, ich will den Sumpf hinter mir haben, ich hasse diese Golems. Katschanga. Komm her, blödes Viech. Da. Stirb weg. Passt. Hui. Ne? Aber man kann sagen, was man will. So bleibt spannend, meine Herren und meine Damen. So bleibt spannend. So. Der nächste Sumpfgolem. Wie schaut es da hinten aus? Will umschauen. Ich will da nichts übersehen. Passt. Boah, ey, ne? Der nächste Sumpfheini. Gleich mal Waffe wechseln. Hallo. Komm her, schieres Viech. Jawoll. Vollgas. Da ist nichts zu holen. Gestorben. Wir haben getroffen. Das ist schön. Da oben ist ja eigentlich nur ein Herrenhaus gewesen, ne? Zumindest sowas in der Art. Schaut jetzt aber nicht so aus, dass da was gespawnt wäre, oder? Naja, sicher ist was gespawnt. Sicher? Aha. Fralli? Na, stirb. Komm, Katschanga. Nochmal, jawohl. Ich war da gar nicht drin, oder sind die jetzt schon wieder gespawnt, weil das wäre echt schlecht. Also, schon einerseits gut für die Erfahrungspunkte, aber andererseits wirklich schlecht, weil wir müssen dann die ganzen Herrenhäuser nochmal ablatschen. So, einigermaßen wieder gesund. So, wieder speichern. Wie spät haben wir es schon? Ja. Ja, dann machen wir das Häuschen da noch. Boah, ja. Natürlich Darkroom. Zombie, ja, freilich. Komm, mach Katschanga. Jawohl, dass wir jetzt ein bisschen Licht haben. So. Jawohl. Das kann ja nicht sein, oder? Die haben wir doch schon alle geplättet einmal, oder? Scheißendreck. So, her mit dem Klumpert. Du hast nichts, wahrscheinlich wieder nichts. Was ist da noch? Oder war ich hier wirklich nicht? Das kann ich mir gerade nicht vorstellen. Tja, waren wir da. Sind einfach wieder gespawnt. Ja, schön. Dann mache ich noch die Runde im Sumpf fertig und dann...
werden wir im nächsten Part die nächsten zwei Gebiete uns anschauen. Wie gesagt, ich werde jetzt wahrscheinlich nicht alles zu 100% erwischen, fürchte ich. Aber ich werde mir Mühe geben und schauen, dass wir alles so gut es geht mitnehmen. Ja. Und dann? Dann ist es soweit. So, mal schauen, ob hier uns noch was überraschen möchte oder angreifen möchte. Sumpfgasdrohne, die wird abgeballert. Okay, so wird das nichts. So vielleicht. Jawohl. Ansonsten ist da nichts. Ein Zombie. Noch ein Zombie. Eine Sumpfgasdrohne. Aha, so wird das gemacht. Okay. Kachanga. Ja, ja. Klappe zu. Die ist hin. Du hast die Drohne hingemacht, du blöder Arsch. Das sind meine 100 Erfahrungspunkte gewesen, du blöder Dreckskopf. Jetzt wirst du gegrillt, das schwöre ich. So. Aus mit Gammelfleisch. Zombie. Da hinten ist wieder ein Golem. Nein, ein Zombie. Boah, Zombies sind mir lieber als Golems. Ist jetzt endlich Ruhe? Schaut's aus, es ist Ruhe. So, dann wieder unsere schöne Armbrust gezückt. Gibt's hier noch irgendwelches Getier, das gerne über den Jordan gehen möchte, bevor wir den Part beenden? Vielleicht zum Abschluss doch noch ein Sumpfgolem, der mutig ist. Nein, schaut gut aus. Wir haben ordentliche Arbeit geleistet. Dann hart schon mal zu den Wassermagen rauf. Da ist ein Drachenschnappi. Ja, schau, den nehmen wir glatt mit. So, und dann können wir uns schon in das nächste Gebiet porten. Komm her, Schnappi. Vater, muss ich da drüben auch noch umschauen, ne? So. So. Dann schauen wir da noch schnell rüber. Alter, ich werde nicht mehr fertig heute. Wir werden heute nicht mehr fertig. Das war's. Ah ja, da ist gar nichts. Ich trottel einmal höher noch. Holla, die Waldfee. Und einmal nur eine Kleinigkeit trinken. So und so würde ich vorschlagen. Weil bei den Wassermagiern oben werden wir sowieso schlafen gehen. Ich will es hier nur ein bisschen sauber haben. Also ein bisschen. Ja, ja. Ist schon wieder ein Sumpfgolem. Da nehme ich einen Sumpfgolem, ne? Komm, Kachanga. Bäm. Jawohl. Und weiter geht's. Lebt da drüben noch irgendwas? Da schaut's wieder gut aus. Eine Sumpfratte. Ja, komm her. Passt, ist erledigt. Ha. Schön. Wie schaut's da drüben noch aus? Lebt da irgendwas? Ja, ja. Natürlich, Schnappis. Kachanga. Noch mehr Kachanga, komm. Oh, wie? Nicht dein Ernst jetzt. Wann habe ich nicht mehr gespeichert? Jo. Beenden wir den Part für heute. Ich hole das jetzt nach und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!